Liebe Eintracht-Fans, die Zeit rast. Das letzte Heimspiel in der Gruppenphase, das steht uns morgen schon bevor. Und wir wollen euch mit unserer Krombacher Runde ein bisschen auf den Geschmack bringen und haben ja einen echten Publikumsliebling bei uns. Marc Stendera ist hier. Grüß dich. Hallo, schönen guten Tag. Marc, am Samstag in Augsburg, da hatte ich eine richtig schwerwiegende Erkältung flachgelegt, konntest leider nicht mitfahren. Die Kollegen haben es gut gemacht, die unbesiegbare Serie auf 10 angewachsen, läuft bei euch, könnte man sagen. Ja, ich glaube, momentan können wir uns nicht beschweren. So wie das läuft, ist echt perfekt, so muss man das einfach sagen. Und ja, ich habe des Öfteren schon betont in den letzten Wochen, das, was die drei davon abliefern, das ist ja echt der Wahnsinn. Und solange die Jungs dahinter ihre Arbeit machen und sie vorne die Tore schießen, ja, können wir uns noch auf einige gute Spiele freuen. Die Eintracht ist in aller Munde. Euer Trainer Adi Hütter war Samstagabend im Sportstudio. Einen Tag drauf war Freddy Bobic im Doppelpass. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Tage hier und trägst den Adler auf der Brust seit über 8 Jahren. Hast du das schon mal miterlebt in deiner Zeit, in der du hier spielst? Immerhin auch schon 8,5 Jahre. Dass so ein Hype rund um den Verein entstanden ist? Ja, so in der Form noch nicht. Aber natürlich, wenn der Erfolg da ist, wir die Spiele regelmäßig gewinnen, ist natürlich klar, dass der Hype größer wird. Auch mit dem Pokalsieg letztes Jahr, glaube ich, haben wir uns schon ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt. Und gerade mit dieser Saison, die am Anfang nicht so positiv war, aber jetzt dafür umso besser ist, stehen wir natürlich ja im Fokus aller Mannschaften. Man sieht an der täglichen Arbeit bei euch im Training, auch an den Bildern, wenn ihr danach den Spielen in die Kurve geht. Es wird unglaublich viel gelacht. Die Stimmung ist wirklich ausgelassen. Und jetzt fragen sich natürlich viele Eintracht-Fans, wo kann das noch hinführen, diese Saison mit dieser geilen Truppe? Ja, wie gesagt, viele haben, glaube ich, schon gesagt, dass wir bescheiden bleiben müssen, dass es eine Momentaufnahme ist, die Tabelle. Dass wir uns das aber auch hart erarbeitet haben, dass wir einfach mit viel Spaß jedes Training und jedes Spiel ja, an die Sachen rangehen. Und das sieht man, glaube ich, dass wirklich gute Laune im Team ist. Nicht nur die Leute, die spielen, auch die, die auf der Bank sitzen oder vielleicht nicht dabei sind, aber die ab und zu ihre Chance bekommen. Und das, glaube ich, das ist das, was uns dieses Jahr ausmacht, dass wir eigentlich wirklich ein großartiges Team sind, das sich auch neben dem Platz versteht, richtig gut. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es weiter so geht. Aber wie gesagt, der Grundstein ist dafür, dass wir jede Woche im Training Gas geben und dann am Wochenende zeigen, dass wir unbedingt das Spiel gewinnen wollen. Also bescheiden bleiben und weiter fokussiert arbeiten. Gleich morgen habt ihr die Chance dazu. Ich habe es anfangs gesagt, die Zeit rennt. Beim Hinspiel in Marseille waren es 20 Grad. Da sind wir alle mit dem T-Shirt rumgelaufen. Jetzt ist hier graues Novemberwetter. Sportlich ist ja eigentlich schon das meiste entschieden, sage ich mal. Die Eintracht ist sicher weiter, Marseille ist sicher raus. Du bist zudem noch gelb-rot gesperrt morgen. Trotzdem gibt es, denke ich mal, einen triftigen Grund, sich das Spiel anzuschauen, oder? Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, das ist ganz klar. Wir wollen erst in der Gruppe bleiben, wollen kein Spiel in der Gruppe verlieren und wollen vor allen Dingen unseren Lauf, den wir momentan haben, fortsetzen. Ja, du sagst es, Gruppensieg, das ist natürlich auch ganz entscheidend dann für die Auslosung der nächsten Runde. Apropos, habt ihr innerhalb der Kabine schon mal einen Blick in die Zukunft geworfen, auf die nächste Runde? Es sind ja doch schon ziemlich attraktive Gegner. Arsenal, Chelsea, sicher qualifiziert für die nächste Runde. Ja, es sind ein paar schöne Gegner dabei, das ist gar keine Frage. Auch Gegner, die ein schönes, lautes Stadion haben. Könnte man treffen und von daher lassen wir uns mal überraschen, aber wir freuen uns natürlich auf jeden Gegner. Die Europa-League-Heimspiele sind für die Fans, aber ich denke auch für euch als Mannschaft, echte Festspielwochen, Gänsehautmomente. Speziell für dich ist, glaube ich, auch das Heimspiel gegen Lazio Rom in besonderer Erinnerung geblieben. 87. Minute, du wirst unter dem tosenden Applaus der Zuschauer eingewechselt. War nicht so ein ganz einfacher Saisonstart für dich. Wie hast du diesen Moment dann erlebt und diese unglaubliche Unterstützung der eigenen Fans? Ja, ich habe immer gesagt, das ist das, wofür ich Gas gegeben habe, auch in der Zeit, wo es nicht so einfach war für mich, dass ich mir dann diese paar Minuten verdient habe und dass das Publikum natürlich dann so ein Betrieb macht auf den Rängen, wenn du eingewechselt wirst, ist extrem schön. Das sind so Momente, wofür es sich einfach gelohnt hat, in der Zeit nicht den Kopf hängen zu lassen und immer weiter Gas zu geben.
Ich habe es anfangs erwähnt, du bist ja ein absoluter Publikumsliebling hier bei der Eintracht. Seit 2010 bist du im Verein. Aber du bist ja nicht der einzige Stenderer hier bei der Eintracht. Dein Bruder ist Kapitän der A-Jugend. Ist das bei euch zu Hause vielleicht von Mama und Papa in Kassel so ein Traum, dass ihr hier irgendwann mal zu zweit auflauft im Stadion? Ja, wer sich das nicht wünscht, kenne ich nicht viele. Natürlich ist das ein Traum. Ob das real wird, das wird die Zeit mit sich bringen. Aber ja, ich hoffe es natürlich. Natürlich hoffe ich es für meinen Bruder, dass er den Weg auch schafft als Profi. Und ich werde ihn davon natürlich zu 100% unterstützen. Und den Rest muss er dann regeln. Wie ist das an Weihnachten? Steht er jetzt bald vor der Tür? Gibt es da noch ein anderes Gesprächsthema außer Fußball am Tisch an Heiligabend? Ja, wir sind schon wirklich extrem fußballverrückte Familie. Wir reden sehr viel über Fußball, aber natürlich werden wir auch noch andere Gesprächsthemen haben. Man hat sich lange nicht gesehen, einfach mal ein bisschen quatschen, wie es einem auch selber geht, und wir freuen uns alle drauf. Wir freuen uns auch drauf, vor allem auf das Spiel morgen. Wir trinken jetzt noch ein alkoholfreies Krombacher zusammen, und es gibt wie bei jeder Sendung natürlich ein Gewinnspiel. Das richtet sich natürlich an die Fans. Und zwar könnt ihr live dabei sein beim letzten Auswärtsspiel der Gruppenphase in Rom. Denn in Kooperation mit der Fanabteilung schenkt euch Krombacher Flug, Hotel und 2 Tickets für das Spiel in der ewigen Stadt in Rom. Bei richtiger Tendenz seid ihr im Lostopf dabei, und ich denke, das ist eine richtig geile Sause. So, die Getränke sind kalt. Anna, vielen Dank. Dann lass uns mal anstoßen auf einen schönen Abschluss der Gruppenphase hier zu Hause. Dankeschön. Danke dir, dass du da warst. Gerne, gerne. Bis dann. Ciao.